denke, es ist an der Zeit, dass es weitergeht. Willkommen oder willkommen zurück zu meiner zweiten Session hier zum Thema wiederverwendbare Libraries und Plugin-Architekturen. Oder wenn man das gesamte Thema ein wenig größer fassen möchte, dann ist das Ganze rund um das Thema Angular Enterprise Architekturen angesiedelt. Ich darf mich ganz kurz noch einmal vorstellen für die, die neu sind. Ich bin Manfred Steyer, ich bin als Trainer und Berater unterwegs, fokussiere mich auf Angular und helfe ständig Firmen, vor allem in Deutschland, aber auch bei uns in Österreich, bei der Angular-Entwicklung. Das Ding, das stecke ich hier geschwind mal rein. Ja. Wenn Sie heutzutage eine große Angular-Anwendung bauen, dann stellen Sie sich häufig zwei Fragen, nämlich: Wie kann ich meine Angular-Anwendung strukturieren? Aber auch, wie kann ich die Angular-Anwendung in kleinere, überschaubarere Teile zersplittern, sodass die einzelnen Teile einfacher zu warten sind, einfacher zu testen sind, vielleicht sogar austauschbar sind, wenn wir auf Plugin-Architekturen denken. Und genau um das geht es hier. Ich möchte zeigen, wie man mit Angular-Modulen arbeitet. Und ich werde auch zeigen, dass Angular-Module zu wenig sind. Und deswegen werden wir einen Blick auf Libraries werfen, auf NPM-Packages. Weiter geht es dann mit dem Monorepo-Ansatz, ein Ansatz, der seit Jahren sehr erfolgreich bei Google verwendet wird und ein Ansatz, den Sie als .NET-Entwickler im Kleinen auch schon seit Jahren mit Visual Studio verwenden. Weiter geht es dann mit Microservices, UI Composition und Plugins. Da geht es um die Frage, wie kann ich viele kleine Anwendungen zu einer großen Anwendung zusammenfangen. Starten wir los mit dem Thema Module. Was Sie hier sehen, ist die typische Modulstruktur einer Angular-Anwendung. Sie wissen, da gibt es ganz vorne ein Root-Modul, das nennt sich in der Regel App-Modul. Es gibt pro Feature, pro Use Case ein Feature-Modul und es gibt ein und mehrere Shared-Moduls. Diese Struktur hier ist mal eine gute Struktur, um Ihre Angular-Anwendung in Einzelteile zu zerlegen. Typischerweise spendieren Sie auch jedem Modul einen eigenen Ordner. Zusätzlich hat sich hier die 7+-2-Regel als nützlich erwiesen. Sie kennen die Regel aus der Psychologie, da sagt man sich, ein durchschnittlicher Mensch kann sich 7+-2 Einträge gleichzeitig im Kopf behalten. Wahrscheinlich in der Früh 7+-2 und am Abend 7-2. Ich glaube, so ähnlich war das gedacht. Immerhin sollten Sie auch diese Regel hier anwenden. Es macht Sinn, dass so ein Modul, so ein Ordner maximal 7+-2 Einträge hat. Wenn es mehr Einträge wären, dann macht es Sinn, dass man das Ganze aufsplittet in Submodule. Das geht bei Use Cases häufig recht einfach, nachdem viele Use Cases mehr oder weniger natürlich in Sub-Use Cases zerfallen. Denken Sie an sowas wie Flugbuchen. Flugbuchen zerfällt in Flug auswählen, in Passagier auswählen, in Zahlungsdaten bekannt geben. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Modulstruktur mit ihren Ordnern bei großen Anwendungen zu wenig ist. Bei großen Anwendungen brauchen Sie mehr, da brauchen Sie mehr, um Ihre Details wegzuabstrahieren, um Ihre Anwendung zu untergliedern. Und dieses mehr, das bekommen Sie unter anderem von NPM-Paketen. So ein NPM-Paket ist an und für sich sehr, sehr simpel strukturiert. Sie haben da einen Ordner Nodes-Moduls mit allen anderen Paketen, die Sie benötigen, mit ihren Abhängigkeiten. Sie haben ihr eigenes Zeug, zum Beispiel ihre eigenen Programmdateien, ihre eigenen HTML-Dateien, ihre eigenen Bilder und sie haben eine Package-JSON mit Metadaten über das NPM-Package. Insofern ist das Ganze wirklich ähnlich wie eine .NET-Assembly zu sehen, die sich auch mit Metadaten selbst beschreibt. Wenn wir in diese Metadaten reinschauen, dann sehen wir da einige Sachen, die wir auch von klassischen Webprojekten kennen, die jetzt allerdings bei Libraries, bei NPM-Packages erst so richtig wichtig werden. Zum Beispiel der Name. Bei einem normalen Angular-Projekt kann da irgendwas drinnen stehen, da wird sich wahrscheinlich keiner aufregen.
Bei einer Library ist der Name extrem wichtig, weil bei einer Library ist das hier der Name, den Sie über npm install installieren, und das hier ist der Name, den Sie über den Import-Befehl in TypeScript referenzieren. Der muss also gut gewählt sein. Die Versionsnummer ist hier auch wichtig. Die gibt es auch bei klassischen Projekten. Bei Libraries ist die extrem wichtig, weil aufgrund der Versionsnummer weiß der Package-Manager, ob es sich lohnt, das Paket noch einmal herunterzuladen, ob es da oben in der Registry etwas Neues gibt. Wir haben eine Description, die ist auch hier eher deklarativ. Wir haben Entry Points, das sind Programmdateien, die geladen werden, wenn Sie Ihre Library mit Import referenzieren. Sie haben Typings, wenn Sie TypeScript verwenden. Da steht drinnen, welche Datentypen Sie im Einsatz haben, sodass der TypeScript-Compiler auch für die Library eine sinnvolle IntelliSense anbieten kann, aber auch so, dass er hier Typprüfungen durchführen kann. Und Sie haben, wie gesagt, Dependencies drinnen, Verweise auf Libraries, die Sie für Ihr Paket benötigen. Darüber hinaus werden Sie bei einem Paket etwas machen, was Sie auch bei einer typischen Anwendung so gut wie nie machen. Sie werden Fässer kreieren, Sie werden Barrels schnüren. Ein Barrel ist im Grunde nichts anderes wie die öffentliche API Ihres Packages. Normalerweise ist es ja so, dass ein ECMAScript-Modul eine Datei ist. Das ist sehr feingranular bei ECMAScript im Unterschied zu C#. Bei C# ist ein Namespace häufig ein Ordner. Auch bei Java ist ein Package häufig ein Ordner. Hier ist ein Modul einfach nur eine File, eine Datei, ein File. Und insofern ist das Ganze sehr feingranular. Das ist zwar für uns praktisch, für uns Entwickler, weil wir kennen ja unsere Ordnerstruktur. Für den Konsumenten der Library ist das Ganze weniger praktisch. Der Konsument der Library möchte einfach nicht wissen, aus welchen Ordnern und Dateien unsere Library besteht. Ja, und aus dem Grund schnüren wir Barrels. Barrels sind eigentlich nichts anderes wie Fassaden für alle Dateien, die eine öffentliche API bilden. Alle Dateien, die dann schlussendlich vom Aufrufer, vom Konsumenten verwendet werden sollen. So ein Barrel ist nichts anderes wie eine Datei, die andere Building Blocks re-exportiert, die andere Building Blocks aus dem Inneren der Library nach außen liefert. Wenn Sie sich zum Beispiel dieses Beispiel hier anschauen, dann sehen Sie, ich exportiere hier alles aus Demo-Service. Das bedeutet, jeder Export aus dem File wird dem Konsumenten angeboten, genauso wie der ADA-Demo-Service in der zweiten Zeile. Und dann exportiere ich noch mein Angular-Modul, damit der Konsument darauf zugreifen kann, damit der Konsument dieses Modul importieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie überlegen sich auf der Ebene, was Sie nach außen weitergeben. Vergleichen Sie das mit dem Schlüsselwort internal und public bei C#. Wenn Sie jetzt auf der grünen Wiese losstarten und ein neues Projekt machen, dann gibt es einige Sachen zu berücksichtigen. Es gibt ein schönes Dokument vom Angular-Team. Das Dokument nennt sich Angular Package Format und da steht ganz genau drinnen, auf was Sie aufpassen müssen, damit Ihre Library wunderbar mit Angular und allen möglichen Optimierungsmechanismen zusammenspielt. Das sind wirklich einige Details. Wenn man die durchliest und darüber nachdenkt, die machen alle Sinn. Es gibt einen Grund, warum die da sind. Aber trotzdem zieht man einen Blick auf, wie der Kollege hier. Man fühlt sich ein wenig überfordert, wenn man mit dem Dokument zum ersten Mal konfrontiert ist. Man fühlt sich überfordert, weil da eben so viel drinnen steht. Glücklicherweise gibt es Generatoren, die uns eine Projektstruktur für Libraries erzeugen. Ich verwende zum Beispiel ganz gerne diesen Yeoman-Generator, den habe ich auch bei einer größeren Library, die ganz gut frequentiert ist im Einsatz. Und Sie sehen hier, wie einfach man den Generator verwenden kann. Man installiert sich Yeoman mit npm install, man installiert sich die Library mit npm install und dann ruft man den Generator auf mit Yo Angular 2 Library.
Man beantwortet ein paar Fragen auf der Konsole, da kommt so ein wenig 90er-Jahre-Feeling auf. Sie wissen, DJ Bobo, Modern Docking und die Konsole. Und dann bekommt man sein Grundgerüst generiert. Ja, und genau das habe ich jetzt mal zur Demonstration gemacht. Und da habe ich gleich einmal ein paar Building Blocks vorbereitet in dieser Library. Diese Building Blocks, die bestehen hier aus einem Locker-Service. Der Name ist hier Programm. Damit kann man Informationen rauslocken auf die Konsole. Der Locker-Service, der hat eine Locker-Config, die sagt uns, ob wir auch die Bug-Meldungen protokollieren wollen oder ob wir die Bug-Meldungen verwerfen wollen. Und es gibt einen Log-Formatter-Service, der die Log-Nachricht aufbereitet. Der könnte zum Beispiel das aktuelle Datum dazu schreiben zur Log-Nachricht, die aktuelle Uhrzeit, den aktuellen Benutzer, was auch immer. Irgendwelche Metadaten. Dieser Log-Formatter-Service ist austauschbar. Es gibt dafür von der Library eine Standard-Implementierung, die nennt sich Default Log Formatter Service. Die gibt einfach die Meldung 1:1 in das Log rein. Und wenn man das Ganze austauscht, dann kann man da auch andere Log-Formate erzeugen. Mit weiteren Informationen, mit JSON, mit XML, was Sie eben alles haben wollen. Werfen wir da mal einen Blick rein in dieses Beispiel. Wenn wir da mal reinschauen in das Beispiel, vor allem in die Library, dann sehen wir, dass wir da unter anderem ein Barrel haben, eine Index.ts, und dieses Barrel, das reexportiert alles, was der Konsument wissen muss. Er reexportiert hier den Locker-Service, es reexportiert... Oh, Dankeschön. Dann gehen wir noch einmal zurück. Das war der Präsentationsmodus, der hier reingepfuscht hat. Duplizieren. So, also, wenn man da reinschaut, dann sieht man, da gibt es ein Barrel, ein File drinnen, und das File, das reexportiert die öffentliche API. Und da sehen wir, da wird unter anderem der Locker-Service nach außen gereicht, der Default-Log-Formatter-Service, der allgemeine Log-Formatter-Service und die Locker-Config. All diese Sachen kann der Konsument verwenden, genauso wie dieses Modul hier, dieses Engine-Modul, dieses Locker-Modul, das auch Komponenten nach außen geben könnte, wenn die hier deklariert und exportiert würden. Was Ihnen da vielleicht auffällt, ist, dass hier keine Provider deklariert werden. Die Provider, die werden innerhalb von forRoot hinzugefügt. forRoot nimmt eine Locker-Config entgegen und retourniert etwas vom Typ Module with Providers. Ein Module with Providers ist nichts anderes wie die Kombination eines bestehenden Moduls und zusätzlicher Provider. In dem Fall reichere ich also mein Locker-Modul um diese Provider an, um meine Locker-Config, die auf die übergebene Konfiguration verweist, auf meinen Log-Formatter-Service, der mal standardmäßig auf den Default-Log-Formatter-Service verweist, und mein Log-Service ist ja auch mit von der Partie. Warum macht man das so? Das macht man so, damit der Konsument sich aussuchen kann, ob er das Modul mit oder ohne Services haben möchte. Das Gemeine ist nämlich, Services, die auf Modulebene eingerichtet werden, sind bei Angular global. Das sieht jeder. Ja, und nachdem das global ist, möchte man hiermit keine anderen globalen Services überschreiben. Das wäre irgendwie blöd, wenn sich globale Services auf der obersten Ebene ständig gegenseitig überschreiben würden. Was macht man also? Man gibt dem Konsumenten die Wahl, ob er gerne die globalen Services haben möchte oder ob er nur das Modul ohne Services haben möchte. Typischerweise, und deswegen heißt es hier auch forRoot, holt man sich die forRoot-Variante ins Hauptmodul der Anwendung rein, ins Root-Modul. Somit wird ein einziges Mal ganz, ganz oben in ihrer Dependency-Injection-Hierarchie die globalen Services registriert. Andere Module würden dann allerdings Locker-Modul referenzieren, somit würden die nichts an den globalen Services überschreiben. Okay.
Das hier ist mein Barrel, das eben das Modul und ein paar Services nach draußen gibt. Wir könnten jetzt auf die Konsole zurückwechseln und einfach mal dieses Library-Projekt kompilieren. Ich mache das hier mit npm run build. Das Ganze stößt einen generierten Build-Prozess an. Auch der kommt von diesem Generator, von diesem Yeoman-Generator. Und der kümmert sich darum, dass mehr oder weniger alles entsprechend des Angular-Package-Formats kompiliert wird. Das Ergebnis ist jetzt mein npm-Package im Dist-Ordner. Und dieses Package, das kann ich jetzt mal ausprobieren, indem ich hier npm-link aufrufe, beziehungsweise indem ich dann in meiner Testanwendung npm-link lockerlib aufrufe. Lockerlib ist hier der Name meiner Library, der Name, der auch in der Package.json drinnen wäre. Das habe ich jetzt vorhin schon zur Vorbereitung gemacht, darum mache ich es nicht noch einmal. Nachdem man das gemacht hat, bekommt man einen symbolischen Verweis von der Anwendung hin ins Package, in den Ordner mit den Packages und man kann dann das Ganze mal ausprobieren. Um das zu zeigen, gehe ich hier in die Anwendung rein. Da drinnen in der Anwendung sehen wir, dass ich im App-Modul auf mein Locker-Modul zugreife. Sie sehen da Import bla 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 from Lockerlib. Das sehen wir noch einmal. Es ist wirklich wichtig, dass unsere Libraries über die Metadaten sinnvolle Namen kriegen. Ja, und das hier importierte Locker-Modul, das importiere ich hier noch einmal in mein Applikationsmodul. Sie sehen hier, beim App-Modul gibt es wie immer eine Import-Sektion und da kommt mein Locker-Modul rein. Ich sage, hey, ich hätte gerne das Ganze inklusive der Provider, darum rufe ich for root auf und bei der Gelegenheit übergebe ich auch ein paar Konfigurationsdaten, zum Beispiel die Information, dass ich auch die Bug-Meldungen rausprotokollieren möchte. Sie kennen das Spielchen vom Router. Da macht man im Grunde dasselbe Spielchen, man ruft for root auf und übergibt dann hier eine Konfiguration für den Router. Wenn wir dann hier noch in die App Component wechseln, dann sehen wir die App Component, die lässt sich den Locker Service importieren. Dazu kommt die Dependency Injection zum Einsatz. Wenn wir weiter raufschauen, dann sehen wir auch, dass dieser Locker Service wieder aus meiner Lockerlib kommt. Ja, und in weiterer Folge protokolliere ich hier ein paar Daten raus, zum Beispiel eine Debug-Meldung oder auch eine richtige Log-Meldung. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Schon kann ich meine Library in der eigentlichen Applikation konsumieren. Probieren wir das mal aus. Machen wir ein npm start, starten wir das Ganze hoch. Das dauert jetzt ein wenig, Sie kennen das. Da werden jetzt Bundles geschnürt, es wird kompiliert, gebundelt und geschaufelt. Und irgendwann bekommen wir dann unsere Anwendung. Das geht wie immer sehr, sehr schnell und das hier kennen wir von jedem Projekt. Die letzten Meter sind die schwersten und da sind wir auch schon, Anwendung ist da. Localhost 4200. Doch, da sind wir schon, hat mal ein wenig länger gedauert. Und wenn wir jetzt auf die Konsole schauen, dann sehen wir, dass eben unsere Log-Nachrichten rausprotokolliert worden sind. Library scheint also zu funktionieren. Spielen wir noch ein wenig mit der Konfiguration herum. Ich sage mal, ich will nicht debuggen. Es ist eine Möglichkeit, um das Verhalten einer Library anzupassen. Und wenn wir jetzt wieder rausschauen, dann sehen wir, dass nur mehr die Log-Nachricht erscheint, aber nicht mehr meine zweite Nachricht, die eine Debug-Message war. Gut, wenn Sie jetzt Ihre Library getestet haben und wenn Sie sagen, ja, die tut das, was sie soll, dann können Sie die Library bei einer Registry publishen. Sie können Ihren Kollegen die Library bereitstellen und dazu macht es Sinn, dass Sie zunächst einmal die Versionsnummer Ihrer Library hochzählen. Das machen Sie zum Beispiel mit npm version miner.
das zählt hier die Miner-Version hoch. In meinem Fall wahrscheinlich von 0.4 auf 0.5. Sie sehen, das Ganze ist eine sehr junge Entwicklung. Nachdem wir die Version hochgezählt haben, können wir noch einmal kompilieren. NPM Run Build. Dann gehen wir in den Dist-Ordner rein. Wir sehen wieder unser NPM-Package mit dem gesamten Inhalt. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt können wir das Package auf eine öffentliche oder auch nur hausinterne Registry publishen. Was Registries betrifft, gibt es verschiedene Lösungen. Der neueste Team Foundation Server kann NPM-Pakete verteilen. Sehr viele Kunden im Java-Umfeld verwenden Artifactory oder Nexus. Ich verwende hier eine sehr leichtgewichtige Lösung, nämlich Verdacho. Verdacho ist sofort installiert mit NPM Install Verdacho. Und wenn Sie das gemacht haben, das habe ich jetzt mal vorbereitet, dann starten Sie Verdacho mit einem einzigen Befehl. Super leichtgewichtig, ein einziger Befehl und Sie haben Ihre eigene NPM Registry am Laufen. Es gibt dann auf den Seiten von Verdacho auch Beschreibungen, wie Sie Verdacho als Windows-Service zum Laufen kriegen, beziehungsweise als Linux-Daemon. Ja, da könnte ich jetzt mal drauf gehen. Auf diesen Verdacho-Server. Der läuft hier am Standardboard, das schnappe ich mir. Aha, da habe ich was kaputt gemacht. Werden wir schon noch hinkriegen. Und dann schauen wir mal da rein und wir sehen, ja, das schaut so ähnlich aus wie nbmjs.org, die öffentliche Variante der NPM Registry. Und wir sehen, die Logger Library, die liegt hier in der Version 0.4 vor. Gut, lassen Sie uns das Ganze mal deployen. Ich mache hier ein NPM Publish und gebe hier eine Registry an. Wenn ich nichts angebe, wird die Standard Registry im Internet verwendet. Wenn ich was angebe, dann wird meine eigene Registry verwendet und Sie sehen, mein Paket ist hochgespielt worden. Mein Paket befindet sich jetzt da mittendrin in der Registry. Wenn wir hier mal auf Aktualisieren gehen, F5, sehen wir, Lockerlib liegt in der Version 0.5 vor. Plus, es gibt hier eine kleine README zum Lesen. Ja, auf der anderen Seite, in meiner Anwendung kann ich jetzt dasselbe in grün machen. Ich kann ein NPM Install ausführen auf Lockerlib. Wenn ich nichts angebe, wird automatisch die offizielle Registry verwendet. Wenn ich eine Registry angebe, dann wird die Registry verwendet, die ich eben lokal am Laufen habe. Und somit sollte jetzt da meine aktuelle Version der Lockerlib heruntergeladen werden. Ja. Die Spannung steigt. Wird er es schaffen? Kann er es schaffen? Na, er ist schon gründlich. Ja, da haben wir es. Unsere Lockerlib ist heruntergeladen worden. Coole Sache. Ja, somit haben Sie einen schönen Mechanismus, um hausintern wiederverwendbare Pakete zu verteilen. Sie haben auch einen schönen Mechanismus, um eine große Anwendung in viele, viele kleine Anwendungen zu zersplitten. Daneben haben wir hier noch zwei Möglichkeiten kennengelernt, um das Verhalten einer Library anzupassen. Sie können entweder eine Konfiguration reinreichen oder Sie können Services verwenden, die Sie in Ihrer eigenen Version noch einmal überschreiben. Ihre eigene Applikation könnte zum Beispiel hier einen eigenen Log-Formator-Service anbieten. Das Ganze hat jetzt gleich mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist, Sie können hausintern Ihre Entwicklungen verteilen. Sie können Ihren Kollegen Ihre Entwicklungen zukommen lassen. Ein weiterer Vorteil ist, Sie haben eine Art Versionisierung. Jeder kann sich entscheiden, in welcher Version er oder sie die Library verwenden möchte. Und Sie haben eine Trennung zwischen Library-Autor und Applikationsautor. Diese Trennung, die passiert über die Registry. Immer wenn der eine was Neues hat, publisht er es und wenn der andere was verwenden möchte, dann holt er sich das runter. Das sind die Vorteile
und auf der nächsten Folie sehen Sie die Nachteile. Genau dasselbe, oder? All diese Vorteile sind Fluch und Segen zugleich. Die Verteilung, die ist nun einmal lästig, wenn ich selber der Library-Autor und der Applikationsautor bin. Dann ist es blöd, wenn ich mit mir selber über eine NPM-Registry reden muss. Auch die Versionierung ist blöd, wenn es rein um eine hausinterne Entwicklung geht, vielleicht um eine projektinterne Entwicklung. Da möchte ich irgendwie vermeiden, dass unterschiedliche Teilteams unterschiedliche Versionen verwenden. Da kommt vielleicht ein Blödsinn raus. Versionsprobleme oder die Tatsache, dass ich Bugfixes für alte Versionen machen muss, ist irgendwie auch nicht lustig. Irgendwie will ich bei einer hausinternen Entwicklung jeden zwingen, immer die neueste Version zu nehmen. Und auch die Entkopplung ist, wie gesagt, lästig, wenn ich gleichzeitig dieselbe Version bin, der Library-Autor und der Applikationsautor. Das sind ein paar so Probleme. Ich habe die Probleme hier noch einmal etwas genauer beschrieben. Das Problem bei der Distribution ist nicht nur, dass das Ganze lästig ist, sondern es verhindert vielleicht auch, dass wir weitere Libraries absplitten. Es ist mit Aufwand verbunden, eine neue Library zu erzeugen. Ich muss den Yeoman-Generator anschmeißen, ich muss meine Library konfigurieren, ich muss das Ganze testen, das ist aufwendig. Und deswegen werden vielleicht Ihre Kollegen doch nicht so viele Libraries erzeugen, wie es eigentlich für die Architektur gut wäre. Versionierung habe ich schon erwähnt. Ich habe da vielleicht alte Versionen, Konflikte und irgendwie möchte ich meine Kollegen zwingen, die neuesten Versionen zu nutzen, wenigstens hausintern. Und beim Decoupling, wie schon gesagt, das ist extrem lästig, wenn hier zwei Herzen in einer Brust schlagen, wenn ich gleichzeitig Applikationsautor und Library-Autor bin. Und es passiert halt, wenn ich mit Libraries eine große Anwendung untergliedere, dann werden es immer irgendwie die gleichen Leute sein. Für dieses Problem gibt es Abhilfe. Diese Abhilfe wird von Google und auch von anderen Firmen als Monorepo bezeichnet. Und die gute Nachricht ist, den Monorepo-Ansatz, den kennen Sie alle. Den nutzen Sie alle schon seit Jahren. Gerade im .NET-Umfeld ist der sehr üblich. Monorepo bedeutet, Sie haben einen Workspace, wo zusammengehörige Projekte reinkommen. Der .NET-Entwickler würde Projektmappe sagen, oder? Da kommen nach und nach Sachen rein, die halt irgendwie zusammengehören. In meinem Fall habe ich da zwei Applikationen drinnen. Einmal eine Administrationsapplikation und einmal eine Customer-Facing-Applikation. Und ich habe zwei wiederverwendbare Libraries, die von beiden Applikationen verwendet werden. Nämlich eine Flight-API, die mit dem Backend kommuniziert und eine Validation-Library mit allgemeinen Validierungsregeln. Das Tolle daran ist, dass all diese Projekte gemeinsame Node-Moduls bekommen können. Das kennen wir auch von .NET, wo ich auf Solution-Ebene, auf Projektmappen-Ebene, NuGet-Pakete installieren kann. Genau dasselbe wäre hier auch möglich. Ich kann dafür alle Node-Moduls installieren und das bedeutet, ich habe keine Versionskonflikte. Alle sind gezwungen, automatisch die gleichen, neuesten, richtigen Versionen zu nutzen. Gibt auch Ansätze, wo man die Node-Moduls wieder rein verschiebt in die Projekte, aber ich würde sagen, versuchen Sie mal mit globalen Node-Moduls zur Rande zu kommen. Das verhindert viel Kopfzerbrechen und Versionskonflikte. Ja, und darüber hinaus noch eine Idee, die auch bei .NET funktionieren könnte. Wenn Sie sagen, nicht jeder Entwickler soll hier überall schreiben können, dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel über Git sogenannte Code-Owner definiert. Man kann da pro Verzeichnis einen Code-Owner definieren und in dem Fall muss der Code-Owner dem Ganzen zustimmen, bevor in das Verzeichnis was eingecheckt wird. Der Code-Owner muss also eine Review machen und das Ganze freigeben. Ist eine Möglichkeit, wenn Sie Angst haben, dass da vielleicht viele Köche den Brei verderben. Ein weiterer Vorteil vom Monorepo ist, dass auch automatisch alle Applikationen die neuesten Versionen ihrer eigenen Libraries verwenden.
Die sind da mehr oder weniger gezwungen. Das Schöne ist auch bei diesem Monorepo-Ansatz, Sie können dann nach vor und nach hinten wechseln. Sie können zum Beispiel eine Library auslagern in ein NPM-Paket. Sie können sagen, hey, ab sofort wird diese Validation Library auch von anderen Projekten benötigt. Die hat eine gewisse Reife, die ist in unserem Projekt gereift und jetzt da publishen wir die auf unsere hausinterne Registry, damit auch andere Kollegen damit arbeiten können. Das ist eine Möglichkeit, das geht hier ohne größere Probleme. Oder Sie können sagen, wir teilen uns diese Validation Library nicht über eine NPM Registry, sondern über GitHub oder über Git generell, über Ihr eigenes Git Repository. Warum denn eine NPM Registry aufsetzen, wenn wir eh schon ein Git Repository haben? In dem Fall könnten Sie ein zentrales Git Repository, wie zum Beispiel das für die Validation Library, in Ihr Monorepo reinlinken. Man spricht da von Submodule. Submodule auf der Ebene von Git ist ein Git-Feature, das wenig bekannt ist. Und Sie haben da zwei Geschmacksrichtungen. Sie können sagen, ich linke mir das Read-Only rein. Oder Sie können sagen, ich linke mir das so rein, dass ich da drinnen auch Änderungen machen kann und die hochpushen kann. Ist dann Geschmackssache, hängt ein wenig davon ab, wie sehr man die Entwicklung der Library und des Projekts voneinander trennen möchte. Ja, der Monorepo-Ansatz, der bringt gleich einige Vorteile mit sich. Jeder ist gezwungen, die letzte Version zu nutzen. Es gibt keine Versionskonflikte. Ich muss keinen Aufwand treiben, um eine Library abzuspalten. Einen neuen Ordner bekomme ich gerade noch hin. Ich muss da kein Scaffolding durchlaufen lassen, muss mir nicht mein Köpfchen zerbrechen, wie ich am besten das Angular Package-Format unterstütze. Einfach ein neuer Ordner und das war's. Und das habe ich gerade gesagt. Und es gibt da viel gute Erfahrung mit diesem Ansatz. Vor allem Google und Facebook nutzen den Ansatz schon seit Jahren. Für diesen Ansatz gibt es wiederum zwei Geschmacksrichtungen. Die erste Geschmacksrichtung wird auch gerne als Projekt-Monorepo bezeichnet. Und das entspricht dem, was Sie als Solution bei .NET kennen. Und dann gibt es noch den Ansatz bei einigen großen Firmen, dass man ein einziges Monorepo company-wide hat. Gibt auch ein paar schöne White Paper drüber, wie damit Google und Facebook zum Beispiel umgegangen sind. Das ist natürlich ganz was Neues. Damit haben wir außerhalb von Facebook und Google wenig Erfahrung. Da habe ich auch derzeit noch kein gutes Bauchgefühl damit, dass ich sage, alle Projekte kommen da in ein großes Repository rein. Auf Projektebene sehe ich das Ganze irgendwie ganz nützlich, weil somit haben wir, wie gesagt, das, was wir schon in Form von Solutions früher gehabt haben und auch noch heute haben, wenn wir im Backend bei .NET unterwegs sind. Damit Sie diese Monorepo-Sache nicht händisch aufsetzen müssen, gibt es Werkzeuge. Und ein Werkzeug, das ich recht gern einsetze, ist ein Werkzeug von der Firma Norval. Die Firma Norval besteht aus ehemaligen Angular Core Team Mitarbeitern und die machen jetzt da Enterprise Consulting. Ein Produkt von denen ist NX, die Norval Extensions. NX macht vieles, unter anderem generiert Ihnen NX ein Monorepo. Das heißt eine Verzeichnisstruktur, wo Sie auf verschiedene Verzeichnisse über entsprechende Namen verweisen können. Schauen wir uns das mal live und in Farbe an. Wenn wir da mal reinschauen in mein Projekt, dann sehen wir, wenn ich da alles zumache, dass mein Projekt bereits ein Monorepo ist. Ich habe im Apps-Ordner eine Flight-App drinnen und ich habe im Lips-Ordner eine Flight-API drinnen. Die kümmert sich um den Serverzugriff. Ja, und diese Library selber, die besteht halt aus ein paar Services plus aus einem Barrel. Da kommt wieder das zu tragen, was wir vorhin besprochen haben. Wir haben da einen Barrel, um die öffentliche API unserer Library bekannt zu geben.
Es ist Barrel veröffentlicht ein Modul, es veröffentlicht sogar die Flugentität und es veröffentlicht den Flugservice, damit wir Flüge laden und speichern können. Ja, und darüber hinaus verweist jetzt meine Anwendung auf diese Library. Wenn wir da mal in die Anwendung reingehen und wenn wir da zum Beispiel auf Flight Booking draufgehen und auf Flight Search, dann sehen wir, dass hier auf meine Library, die eigentlich nur einen Ordner weiter zu finden ist, über einen absoluten Namen verwiesen wird. Ein absoluter Name, den ich auch hätte, wenn ich mit NPM-Packages aus einer Registry arbeiten würde. In dem Fall ist der Name zweistellig. Das macht man ganz gerne, um eine Art Scoping zu machen, um mit Add eine Art Projektname voranzustellen oder eine Art Firmenname. Ja, und das bedeutet, meinem Code ist es komplett egal, ob diese Library hier aus einem Ordner kommt oder ob diese Library über eine NPM-Registry installiert worden ist. Und somit kann ich wirklich nach vor und zurück gehen. Ich kann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, aus dem Ordner mache ich eine richtige Library, ein NPM-Paket, das bei meiner Registry installiert wird. Ich verbaue mir also nichts. Das ist hier die wichtige Nachricht. Damit dieses Mapping hier möglich ist, trägt NX in einer Konfigurationsdatei ein paar Informationen ein. Hier ist es nicht, dsconfig, app.json, ja, da sind wir. Da wird einfach vorübergehend mal gesagt, hey, alles was mit Flight Workspace beginnt, such mal fürs Erste im Ordner Library und später gebe ich das vielleicht raus, wenn meine Libraries über die Registry daherkommen. Coole Sache. Okay, jetzt haben wir schon einiges gehört. Wir haben gesehen, wie man Libraries bauen kann. Wir haben gesehen, wie man Libraries publishen und wieder installieren kann. Und wir haben gesehen, dass wir das Monorepo als Ersatz für Libraries, vor allem für projektinterne Libraries, verwenden können. Ich möchte noch einen dritten Ansatz vorstellen, der derzeit in aller Munde ist, den ich seit einigen Jahren mit ganz, ganz vielen Kunden diskutiere. Vor allem deswegen, weil es dafür mehrere Lösungsansätze in der UI gibt. Die Rede ist von Microservices. Die Idee hinter Microservices ist eine einfache, vielleicht haben Sie auf der BASTA auch schon davon gehört. Die Idee, um es mit einer Folie zu erklären, ist, dass wir nicht ein großes System bauen, ein riesengroßes System, das wir die nächsten 15 Jahre warten müssen, sondern dass Sie stattdessen viele kleine Systeme bauen, die Sie unabhängig voneinander warten können, die Sie auch austauschen können, wo Sie vielleicht pro System eine andere Technologie einsetzen, die jeweils beste Technologie für die jeweiligen Anforderungen. Wenn Sie sich fragen, warum, naja, da gibt es mehrere Vorteile. Ich habe hier mal 6 aufgelistet. Sie haben kleinere Teams und somit auch weniger Koordinationsaufwand. Sie haben weniger Komplexität, weil Sie kleinere Anwendungen warten müssen. Sie müssen da also nicht mit den riesengroßen Architekturgeschützen und 7-fachen Indirektionen anrücken, um Ihre Anwendung wartbar zu machen. Die ist klein. Insofern geht das einigermaßen einfach mit der Wartung. Sie können ein separates Development machen. Das heißt, die Teams müssen sich untereinander nicht bis wenig abstimmen. Es muss nicht ständig jeder mit jedem reden, bevor eine Funktion verändert wird. Das macht uns schlagkräftiger, das erhöht die Agilität. Das Deployment wird einfacher. Wir können einfach unseren Teil deployen, wenn wir fertig sind. Auch da müssen wir uns nicht abstimmen mit anderen. Wir können unterschiedliche Technologien verwenden. Nicht jetzt, weil wir es hip finden, sondern weil sich im Laufe der Lebenszeit eines Produktes, im Laufe von diesen 10, 15 Jahren, natürlich am Toolmarkt einiges tut. Und wenn ich eine große Anwendung schreibe, dann bin ich 15 Jahre auf die Technologieentscheidung festgebunden, die ich damals getroffen habe.
Mit Microservices sage ich einfach, okay, das neue Modul ist eine ganz neue Anwendung, die mache ich mit jener Technologie, die jetzt gerade am besten funktioniert. Und ich kann Microservices im Laufe der Zeit austauschen. Das ist etwas, auf das wir nie Rücksicht genommen haben. Das haben wir jahrzehntelang ignoriert. Die Tatsache, dass Anwendungen sterben. Die Tatsache, dass Anwendungen in Pension geschickt werden. Hiermit haben wir endlich die Möglichkeit, Teile unserer Anwendung nach und nach in Pension zu schicken und durch Neuentwicklungen zu ersetzen. Ja, das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Über die Vorteile habe ich gerade erzählt. Wir haben da kleinere Teams, weniger Komplexität und so weiter und so fort. Die Seite der Nachteile möchte ich hier auch nicht verschweigen. Wir haben ein verteiltes System. Unser System besteht aus mehreren Anwendungen, aber unter uns heutzutage sind eh schon fast alle Systeme verteilte Systeme. Alle Apps und alle Webanwendungen sind automatisch verteilte Systeme. Sie haben vielleicht auch eine verteilte Datenhaltung, weil Sie viele kleine Anwendungen haben. Das heißt, Sie müssen auch Schnittstellen bauen. Und im Bereich der UI trifft uns hier der Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, nämlich UI Composition. Wir müssen irgendwie viele kleine Anwendungen zusammenstecken, sodass der Benutzer das Gefühl hat, mit dem Gesamtsystem zu arbeiten. Wir müssen irgendwie viele kleine UIs ineinander integrieren. Der Benutzer selber, der kümmert sich nicht um Microservices, der will einfach sein System haben, seine ERP-Software, sein CRM-System oder was auch immer und damit arbeiten. Ja, und genau in diese Kerbe schlagen Plugins. Wir brauchen hier irgendwie die Möglichkeit, unsere Applikationchen in Form von Plugins in eine Überapplikation reinzustecken. Und dazu gibt es mehrere Ansätze. Der einfachste Ansatz ist so alt wie das Web selber. Da geht es um den Einsatz von Hyperlinks. Denkbar einfach, fast zu einfach, um wahr zu sein. Hat einige Vorteile. Super einfach. Ich habe eine super tolle Isolation. Isolation ist hier immer ein großes Thema, weil Sie müssen aufpassen, dass die Anwendung auf der rechten Seite der Anwendung auf der linken Seite nicht wehtut. Ein JavaScript-Fehler auf der rechten Seite soll nicht dazu führen, dass die Applikation auf der linken Seite nicht mehr funktioniert. Und das erreichen Sie mit Hyperlink, haben Sie eine super Isolation. Das Ganze trifft auch auf Cascading Style Sheets zu. Ein fischiges Stylesheet auf der einen Seite soll nicht dazu führen, dass das Design auf der anderen Seite kaputt wird. Sie kennen das Problem, ein paar Leute nicken. Man importiert 3 Stylesheets, die sind alle für sich gesehen super, aber sobald die zusammenspielen, erzeugen die Müll, erzeugen die irgendein Design, das das Auge nur mehr beleidigt. Separates Deployment ist hier möglich und auch ein separates Development. Nesting ist ohne weiteres nicht möglich, die eine Single-Page-Application in der anderen wiederverwenden oder ein Widget im Sinne eines Plugins von der einen Anwendung in der anderen Anwendung zu nutzen. Das kriegen wir direkt mit Hyperlinks nicht hin. Das Gesamtsystem ist auch keine Single-Page-Application mehr. Wir haben eine Ansammlung an Single-Page-Applications, ja, da schon, aber das Gesamtsystem ist im Wesentlichen nur mehr eine klassische Website, die über Hyperlinks irgendwelche Single-Page-Applications aufruft. Das bedeutet, wenn wir hin und her wechseln zwischen den Applications, dann verlieren wir den Anwendungszustand. Klar, das kann man jetzt auch irgendwie umgehen, den Anwendungszustand wegspeichern oder dem Benutzer sagen, er soll Steuerung-Klick machen, damit die nächste Single-Page-Application in einem neuen Browser-Tab geöffnet wird. Ein populäres Beispiel dafür ist Office 365. Bei Office 365 ist jede Anwendung eine Single-Page-Application. Und jede Anwendung hat links oben dieses Menü, über das Sie zu anderen Single-Page-Applications der Office Suite navigieren können. Ein anderes Beispiel ist Google selber. Ich habe hier zum Beispiel Google Maps und da gibt es in dem Fall rechts oben ein Menü und das Menü führt zu weiteren Applikationen.
Nicht alle sind Single-Page-Applications aus historischen Gründen, aber sehr, sehr viele. Übrigens, was ich hier bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass es in Niedersachsen eine Ortschaft gibt, die Steierberg heißt. Da bin ich sehr beeindruckt von den Kollegen in Niedersachsen, fühle mich geehrt. Okay, Hyperlinks, ein Ansatz. Fast zu einfach, um wahr zu sein, aber ich würde tatsächlich sagen, wenn Sie damit auskommen, verwenden Sie den Ansatz. Ein anderer Ansatz, bitte prügeln Sie mich nicht bei der Tür raus, ist der Einsatz von iFrames. Und Sie werden jetzt sagen, what the fuck, iFrames, hey, die sollen da bleiben, wo sie sind, in der Vergangenheit, die wollen wir nicht haben. Warum iFrames? Naja, es stellt sich heraus, dass iFrames einige nette Eigenschaften haben. Wir haben, wenn wir iFrames verwenden, eine super Isolation. Wir können verschiedene Anwendungen in eine Shell-Anwendung reinladen und die Anwendungen sind voneinander isoliert. Der eine Microservice ist im einen iFrame, der andere Microservice ist im anderen iFrame. Die können sich gegenseitig nicht wehtun. JavaScript-Fehler wirken sich nicht auf andere Anwendungen aus und auch ein fischiges Cascading-Style-Sheet wirkt sich nicht auf andere Anwendungen aus. Insofern ist es mal schön, vor allem dann, wenn Ihre Anwendungen von unterschiedlichen Teams in unterschiedlichen Kontinenten implementiert werden. Ich habe ein paar Kunden, wo das der Fall ist. Das Ganze fühlt sich wie eine Single-Page-Application an. Der Benutzer hat das Gefühl, dass seine Zustände erhalten bleiben. Und wir können sogar zwischen den iFrames kommunizieren. Da gibt es eine wohldefinierte API, die Messaging API, um Nachrichten hin und her zu schicken zwischen den einzelnen iFrames. Wir haben auch die Möglichkeit eines separaten Deployments. Wir spielen einfach unsere Anwendung rauf auf den Server, wenn wir fertig sind. Und das Ganze wird dann in den iFrame reingeladen. Könnte man schon als eine Art Plugin betrachten. Auch ein separates Development haben wir. Die Leute in Asien können entkoppelt von den Leuten in Europa arbeiten. Jeder ist vielleicht für einen iFrame, für eine Microservice-Applikation verantwortlich. Am Ende wird alles über die iFrames in die Shell integriert. Nachteil, naja, Sie verwenden iFrames, diese alte Technologie, die einige Nachteile mit sich bringt. Viele Serverzugriffe, nachdem jede Seite separat geladen wird. Darüber hinaus müssen Sie auch darauf achten, dass die iFrames entsprechend groß sind, damit Sie im iFrame nicht zusätzlich scrollen. Sie kennen die furchtbaren Seiten, wo es neben der richtigen Scrollbar auch noch da drinnen eine zweite Scrollbar gibt. Das möchte man nicht. Das muss man irgendwie mit JavaScript lösen. Da gibt es Lösungen dafür. Nesting ist auch schwierig. Ein iFrame im iFrame im iFrame. Sowas wollen Sie nicht haben. Probieren Sie das mal, da bricht die Hölle los. Das heißt, das hier ist wohl nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch überlappende Elemente sind hier schwierig. Ich kann nicht über ein iFrame drüberlappen. Das Ganze ist also nicht der Weisheit letzter Schluss. Dennoch ist es eine Möglichkeit, die Sie haben. Vor allem dann, wenn Sie auch mit Legacy-Applikationen arbeiten müssen, die Sie nicht unter Kontrolle haben, die vielleicht Ihre JavaScript-Logik oder Ihr CSS zerstören. Ein schönes Beispiel dafür war früher mal Spotify. Der alte Spotify-Client hat unterschiedliche Micro-Apps auf diese Art und Weise zusammengefischt. Kommen wir zu einer anderen Lösung. Sie könnten mehrere Frameworks gleichzeitig bootstrappen in Ihrer Anwendung. Das heißt, Sie bootstrappen einmal Angular 4 mit der Angular 4 Anwendung und einmal Angular 5 mit einer Angular 5 Anwendung, einmal React mit einer React Anwendung, einmal Vue.js mit einer Vue.js Anwendung. Ja, und dann blenden Sie einfach die Anwendungen nach und nach ein und aus. Somit hat der Benutzer auch eine Single-Page-Application. Vorteil, wir haben eine Single-Page-Application. Nesting ist nach wie vor schwierig. Es ist schwierig, dass wir Teile von einer Anwendung innerhalb der anderen Anwendung verwenden. Das sind ja teilweise unterschiedliche Frameworks. Separates Deployment ist wieder möglich. Separates Development ist möglich.
Kommunikation, ja, da muss man uns irgendwas einfallen lassen. Da müssen wir vielleicht mit globalen Objekten arbeiten. Mir tut das Herz weh, globale Objekte. Isolation, naja, wenn wir es richtig angehen, dann können wir zumindest bei den neuesten Browsern Shadow Dome verwenden. Shadow Dome bedeutet, dass das CSS von der einen Seite sich nicht auf die andere Seite auswirkt, um es ganz salopp zu formulieren. Ich habe da also eine Isolation auf der Ebene von Cascading Style Sheets. Genau, Isolation auf der Ebene von Cascading Style Sheets. Der Style Sheet da ganz links tut der Applikation auf der rechten Seite nicht weh. Ist jetzt natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und zum Glück gibt es etwas, das bald aufkommt, das diese Probleme lösen wird, nämlich Web Components. Eine tolle Sache, derzeit in aller Munde. Web Components ist die Idee, benutzerdefinierte Komponenten zu schaffen, benutzerdefinierte Browser-Komponenten, die Framework-übergreifend funktionieren. Eine Web Component ist im Grunde das gleiche wie ein Standard HTML-Button oder ein Standard Input-Button. Es kann von allen Frameworks verwendet werden. Der Browser behandelt es auch genauso wie ein Standard Input oder Element oder ein Standard Button-Element. Vorteile: Wir haben da eine richtige Single-Page-Application und endlich können wir nesten. Wir können eine Web-Component von der einen Seite in der anderen Seite aufrufen. Einen Dialog, eine Grafik, ein Diagramm von der einen Seite in der anderen Seite einbinden. Wir haben ein separates Deployment, ein separates Development. Die Kommunikation, die kann über Storm erfolgen, nachdem das hier Standard-Elemente sind. Und dank Shadow Dome sind wir hier auch isoliert. Da sehen wir also, da gibt es einige Vorteile. Gibt aber natürlich auch Nachteile. Das Ganze ist noch nicht von allen Frameworks unterstützt. Und wir brauchen auch neuere Browser. Mit IE11 können wir das nur simulieren und das auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Neuere Browser haben das da meistens mit an Bord. Aber auch an der Stelle habe ich eine gute Nachricht für Sie. Die Version 6 von Angular, die jetzt im März kommt, die kommt mit etwas, das sich Angular Elements nennt. Und die Idee davon ist sehr, 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 sehr charmant. Die Idee davon ist, dass Sie Angular-Komponenten runterkompilieren auf native Web-Components. Native Web-Components, die sich im Browser verhalten wie andere Standard-Elemente auch. Ja, und somit können Sie Entwicklungen, die mit unterschiedlichen Frameworks gemacht worden sind, mischen. Sie können eine React-Anwendung mit einer Angular-Anwendung mischen und so weiter und so fort. Vorausgesetzt, Sie schaffen, dass Sie React irgendwie mit Web-Components zum Laufen kriegen. Aber ich denke, da wird es Lösungen geben, auch wenn es derzeit noch keine offizielle Unterstützung seitens React gibt. Das kriegt man hin. Ja, vielleicht hier noch ein Wort zum Thema Shadow Dome. Sie können heute schon bei Angular Shadow Dome verwenden. Das geht schon seit Angular 2. Shadow Dome war eines der wichtigen Sachen, die man von Anfang an berücksichtigt hat, nachdem man auch von Anfang an die Idee der Web Components im Hinterkopf gehabt hat. Dazu setzen Sie einfach die Encapsulation hier auf Komponentenebene auf Native. In dem Fall wird das CSS Ihrer Komponente komplett vom CSS der restlichen Anwendung abgeschirmt und sie tun sich zumindest auf CSS-Ebene nicht gegenseitig weh. Ja, wie findet man jetzt die richtige Lösung? Die Antwort darauf ist bitter. Sie müssen Ihre Architekturziele kennen, niederschreiben und der nächste Schritt ist noch schwieriger. Sie müssen die priorisieren. Sie müssen sich überlegen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Und dann müssen Sie sich anschauen, welche Lösung da am besten passt. Ich habe mich mal mit dieser Idee ein wenig herumgespielt und habe da eine Matrix aufgestellt. Ja, ich zeige es nochmal überblicksmäßig hier. Sie können sich das dann
natürlich gerne im Detail anschauen. Wir haben da auf der X-Achse verschiedene Architekturziele, die bei Ihnen mehr oder weniger wichtig sind. Auf der Y-Achse haben wir da verschiedenste Maßnahmen und an den Kreuzpunkten sehen wir, was von welcher Maßnahme unterstützt wird. Das wäre ein Ansatz, um zu bewerten, was für Sie am besten ist. Nachdem das jetzt natürlich irgendwie ein wenig aufwendig ist, möchte ich zum Schluss noch ein paar Empfehlungen präsentieren, so ein paar Daumenregeln. Ich habe schon erwähnt, das Einfachste ist die Integration über Hyperlinks. Hat aber auch Nachteile, kein Nesting haben wir gesehen und wir verlassen unsere Anwendung. Ich würde sagen, wenn Sie damit auskommen, machen Sie das. Ansonsten, wenn Sie Legacy-Solutions haben und wenn Sie eine ganz, ganz gute Isolation brauchen, wenn die eine Anwendung der anderen nicht wehtun darf, dann sind iFrames, obwohl das eine alte, hässliche Technologie sind, an der Stelle recht verlockend. Wenn Sie sagen, Sie wollen eigentlich gar keine Microservices haben, wenn Sie sagen, hey, ich will nur eine optimierte UI haben, die nicht aus vielen Mosaiksteinchen besteht, ich habe auch Kunden, die sagen das, dann brauchen Sie keine Microservices, dann verwenden Sie Libraries und den Monorepo-Ansatz. Wenn Sie sagen, nee, das trifft auf mich alles nicht zu, ich will Microservices haben, aber die anderen Punkte treffen auf mich auch nicht zu, dann würde ich sagen, versuchen Sie mal, dass Sie mehrere Single-Page-Applications bootstrappen und verwenden Sie sobald es möglich ist Web-Components. Das ist wahrscheinlich, wenn Sie eine integrierte Lösung haben wollen, die modernste Lösung. Unter uns, es fließt halt noch ein wenig Wasser den Rhein runter, bis die Web-Components fertig sind, zumindest im Bereich von Angular, aber wie schon gesagt, mit Angular 6 im März in einem Monat haben wir das zumindest experimentell drinnen und im Herbst wird es wahrscheinlich dann final kommen. Wenn Sie sagen, meine Anwendung, die wird jetzt eh die nächsten Monate entwickelt, kann man sich vielleicht auch drüber retten über den Zeitraum und vorerst mal einfach mehrere Anwendungen bootstrappen. Jo, so viel zu diesem Überblick über die Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe über das Ganze in der letzten Zeit exzessiv geblockt, weil ich draufgekommen bin. Viele, viele Leute zerbrechen sich genau über diese Themen den Kopf. Sie finden da ein paar Blogartikel von mir. Und dann möchte ich jetzt zum Schluss noch ganz schnell zusammenfassen. Wir haben am Beginn gesehen, wir können Packages verwenden, um unsere Anwendung zu strukturieren. Und auch um wiederverwendbare Libraries den Kollegen anzubieten. Wir haben gesehen, dabei sollten wir das Angular Package Format berücksichtigen, dieses lange Dokument, das uns sagt, wie die Library zu strukturieren ist, damit sie mit Angular und Optimierungsmechanismen zusammenspielt. Wir haben aber auch gesehen, dafür gibt es sowas wie Generatoren. Wir haben über Barrels gesprochen. Wir haben gesagt, eine Library muss eine öffentliche API über Barrels anbieten. Und da steht drinnen, was dem Konsumenten interessiert. Den Rest kann ich vorm Konsumenten verbergen. Wir haben ganz kurz über Monorepos gesprochen. Wir haben gesehen, Monorepos bieten sich an, wenn ich eine Anwendung untergliedern möchte. In dem Fall will ich nicht ständig neue Libraries publishen und updaten, sondern ich will einfach weitere Ordner haben. Und wenn das Ganze mal eine gewisse Reife erreicht hat, dann mache ich vielleicht daraus ein eigenes NPM-Paket. Und last but not least, wir haben über Microservices gesprochen. Da haben wir gesehen, es gibt verschiedene Ansätze. Die Grundidee ist immer die gleiche. Wir schreiben keine riesengroße Anwendung, mit der wir dann die nächsten 15 Jahre leben müssen, sondern kleine Anwendungen, die wir dann mit UI Composition irgendwie für den Benutzer zu einem größeren Ganzen zusammenziehen. Ja, so viel mal zu diesen Ideen hier. Besten Dank, dass Sie da waren und haben Sie noch eine schöne Pasta. Dankeschön.